Prinz Philipp hatte vor seinem Tod schon lange Zeit Probleme mit seiner Gesundheit. Immer wieder musste er ins Krankenhaus. Trotz zum Teil schwerer Beschwerden konnte Prinz Philipp allerdings immer wieder genesen. Gerne wurde er allerdings nicht auf seinen Gesundheitszustand angesprochen. »Sehe ich verdammt nochmal krank aus?«, sagte er einst. Wir zeigen euch einige Beispiele aus seiner Krankenakte. 2008 war Prinz Philipp aufgrund einer Brustkorbinfektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Anfangs litt er an einer starken Erkältung, die sich dann verschlimmerte, doch schon wenige Tage später wurde er wieder entlassen. 3 Jahre später kam der Prinzgemahl mit Schmerzen in der Brust ins Krankenhaus. Er unterzog sich einer Angioplastie und bekam ein Stentimplantat. Nach 4 Tagen durfte Prinz Philipp zurück in den Palast, um sich zu erholen. Doch schon wenig später kam es zu einer weiteren gesundheitlichen Beschwerde. Im Juni 2012 kam es wegen einer Blaseninfektion zu einem erneuten Klinikaufenthalt. Er hatte mit dieser Infektion auch noch 2 Monate später zu kämpfen. 2013 wurde Prinz Philipp dann am Abdomen operiert. 1 Jahr später kam eine weitere Operation an seiner Hand hinzu. Im Juni 2017 wurde der Herzog von Edinburgh wegen einer erneuten Infektion ins Krankenhaus eingeliefert. Kurz darauf trat er im Alter von 96 Jahren von seinen Pflichten als Royal zurück. Doch auch nach seinem Rücktritt häuften sich die gesundheitlichen Probleme weiter. 2018 wurde Philipp an der Hüfte operiert. Nach 11 Tagen im Krankenhaus wurde er entlassen. Kurz vor Weihnachten 2019 wurde er jedoch erneut eingeliefert. Im Februar 2021 folgte sein finaler Aufenthalt im King Edward VII. Hospital in London. Anfangs gab der Palast bekannt, der Herzog von Edinburgh bleibt im King Edward VII. Hospital, wo er wegen einer Infektion medizinisch versorgt wird. Er fühlt sich wohl und spricht auf die Behandlung an. Einige Tage später wurde durch ein weiteres Statement des britischen Königshauses bekannt, dass Prinz Philipp am Herzen operiert wurde. Die Operation überstand der damals 99-Jährige gut und durfte sich auf Schloss Windsor erholen. Weniger als 1 Monat nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wurde bekannt gegeben, dass der Herzog von Edinburgh im Alter von 99 Jahren verstorben ist. Am 17. April fand die Beerdigung von Königin Elisabeths Mann statt. Bis zum Tag der Zeremonie trauerte ganz Großbritannien 8 Tage lang um den Prinzen. Eine nationale Schweigeminute läutete um 15 Uhr dann die Beerdigungszeremonie des beliebten Royals ein, berichtete der Buckingham Palace. Prinz Philipp wurde in der St. George's Kapelle beigesetzt. Sein Grab befindet sich in der Familiengruft der Kapelle. Die britische Königsfamilie wird in den kommenden 2 Wochen nach der Beerdigung um Prinz Philipp trauern. Öffentliche Termine werden nur bedingt wahrgenommen.